los, Volker. Ja, Opa Werner, was hast du denn heute? Sagen Sie mal, es ist ja unfassbar, wie teuer dieser Diesel geworden ist. Ja, die Dieselpreise sind explosiv. Im wahrsten Sinne des Wortes, die gehen da einfach zu hoch. Bei 2,35 € ist schon echt ein Brett, ey. Ich meine, haben Sie nicht irgendwann das Problem, dass Sie mal den Betrieb vielleicht einstellen müssen, weil Sie sich das Tanken nicht mehr leisten können, oder wie? Ja, also, das ist ja nicht so einfach. Also, ja und nein, also... Ich meine, das ist ja unfassbar, da wird ja alles richtig teuer, aber für uns Fahrgäste wird das ja dann auch vielleicht irgendwann unbezahlbar, aber... Ja, das kann passieren, aber... das ist ein bisschen komplexer alles. Ich war jahrelang Dieselfahrer, das war noch nie so teuer, Herr Busfahrer. Ja. Damals, ne, da sind wir fast auf die Straße gegangen, weil Diesel fast 2 Mark gekostet hat. Jetzt sind wir umgerechnet bei über 4 Mark. Oh, das ist viel Geld, Herr Busfahrer. Stopp. Oh ja, jeder Pendler flucht gerade über die enormen Spritpreise. Alle, die tanken müssen, kennen das Problem. Diesel bei 2,35 €, Diesel teurer als Super E10. Und hat dies eigentlich auch Auswirkung auf dem ÖPNV? Sprich, zumindest auf den städtischen Busbetrieben. Also, ich hatte heute das Vergnügen gehabt, mich mal ganz kurz mit unserem Betriebsleiter über diese Thematik tatsächlich zu unterhalten. Und hab dort einfach mal so nachgefragt, so sagen Sie mal, wird es irgendwie zu Problemen in dem Bereich Bus zum Beispiel kommen aufgrund der hohen Dieselpreise? Also, ich möchte das so einfach wie möglich euch erklären, weil es doch sehr, sehr speziell war, um das alles jetzt wortlaut wiederzugeben, wäre es wirklich schwierig, das zu verstehen. Also ich versuche es mal einfach in einfachen Worten zu machen, also so, dass es jeder versteht. Noch tatsächlich sind die Busbetriebe nicht alle an einem Punkt, wo es tatsächlich kritisch wird, weil viele große Unternehmen, wie zum Beispiel wir, die Öffis oder auch andere große Unternehmen, Östra und ganz, ganz viele andere städtische Unternehmen, ich rede jetzt bewusst mal tatsächlich von städtischen Unternehmen oder landkreisbetriebenen Unternehmen, noch die Tanks voll haben. Da ist es noch gar nicht so dramatisch. Ja, man hat da für 1 Million € zum Beispiel Diesel gekauft und der ist jetzt einfach in den Tanks und muss erstmal, ja, raus. Allerdings muss ja dann auch irgendwann diese riesen Tanks ja dementsprechend ja auch wieder aufgefüllt werden. Und dann kommt wirklich das Problem dazu, dass ja immer weiter die Dieselpreise momentan steigen. Und dann muss dann zum Beispiel für 2,50 € Diesel getankt werden. Und dann sind statt 1 Million € sind es dann 2,5 Millionen €. Und das macht natürlich dann etwas her, aber nicht im jetzt laufenden Jahr, sondern das macht sich tatsächlich erst im nächsten Jahr bemerkbar, dass dort etwas passiert ist. Und wie es dann halt so ist, könnte es dann natürlich auch so sein, dass es zu Problemen kommen könnte, in dem Sinne, dass einfach vielleicht zum Beispiel eine Fahrpreiserhöhung stattfinden würde. Also dann zahlt ihr als Endverbraucher vielleicht nicht gleich sofort den erhöhten Fahrpreis, sondern sprich, also wie es ja praktisch schon Standard ist, dass jedes Jahr irgendwo die Fahrpreise erhoben werden, zahlt ihr dann einfach nochmal ein bisschen mehr. Das könnte passieren, muss aber nicht. Wie könnte man dem Ganzen jetzt entgegenwirken, habe ich dann auch meinen Betriebsleiter gefragt. Und er hat ein Wort in den Mund genommen, das fand ich sehr interessant und ist theoretisch auch ausbaubar. Und zwar... ein Unternehmerdiesel. Was ist das denn? Was könnte man darunter verstehen? Also ein Unternehmerdiesel ist zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, um einfach den Rettungsanker ein bisschen zu werfen, dass man sagt, okay, wir führen jetzt einen Unternehmerdiesel ein. Das heißt, dass jeder Busbetrieb und alle Transportbetriebe, also auch sprich Lkw-Betriebe, nachweisen müssen, dass die auf die Rohstoffe, sprich den Diesel, angewiesen sind, um praktisch die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Also dazu zählt dann halt der Transport der Lebensmittel und die Fahrgastbeförderung, weil ja aufgrund dessen ja durch steigenden Benzin- und Dieselpreise ja natürlich auch
die Fahr das Fahrgastaufkommen höher ist. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Und das heißt, dann könnte man in dieser sogenannten, unter diesem Begriff Unternehmerdiesel, zum Beispiel die ganzen Mehrwertsteuern einfach runternehmen. Zumindest für den Zeitraum. Also sprich für den jetzigen Zeitraum, wo die Spritpreise enorm hoch sind, so dass die Unternehmen die Möglichkeiten haben, einfach nochmal ihre Tanks alle voll zu machen. Und das ohne Mehrwertsteuern oder ja, wie auch immer. Bei städtischen und landkreisbetriebenen Unternehmen kann das noch funktionieren, weil ja praktisch sowieso der Sprit vom Landkreis oder beziehungsweise der Stadt bezahlt wird. Aber irgendwann kann das auch echt zu einem Riesenproblem werden. Kleinere Unternehmen, sprich die sogenannten Subunternehmen, die haben dann irgendwann tatsächlich ein Problem, weil ja auch die Subunternehmen ja praktisch nach Kilometer bezahlt werden. Und da ist das Problem halt, die haben auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Und ein kleiner familienbetriebener Betrieb, sage ich mal mit 5 Fahrern und 2 Bussen, kommt dann tatsächlich schon an sein Existenzminimum, weil die Kosten teurer sind als die Einnahmen der Vergabe des Hauptunternehmens. Und dann ist 2,50 Euro zum Beispiel Dieselspritpreis, das ist dann wirklich ein tatsächliches Problem. Und die müssten dann irgendwo theoretisch auch mit aufgefangen werden. Und daher kann es zum Beispiel sein, ich habe schon gesehen, dass einige Lkw-Betriebe, die Familienbetriebe geführt wurden, schon tatsächlich einige Fahrzeuge stillgelegt haben. Dann natürlich kann das große Verkehrsunternehmen, wie wir es jetzt sind, oder die Östra oder die Bogestra oder was auch immer auch, oder Dortmunder Stadtbetriebe, die können das dann irgendwann nicht mehr auffangen. Und dann wird das zu einem Riesenproblem. Dann kann es tatsächlich sein, dass zum Beispiel einfach die Subunternehmen vielleicht gar nicht mehr fahren können, weil einfach der Sprit zu teuer ist. Und dann muss das große Unternehmen irgendwo auffangen. Aber da sind wir wieder an einem Punkt, woher die ganzen Fahrzeuge und die Fahrer nehmen. Ja, also die Fahrer wären ja vielleicht da von den Subunternehmen, aber irgendwo stoßen wir ja auch mit unseren Fahrzeugen zum Beispiel an die Grenzen. Deswegen wurde auch gefragt, so, ja, wie sieht es denn aus? Kann es denn zu rein theoretisch zu Linieneinbußen kommen? Im Moment tatsächlich nicht, aufgrund der ansteigenden Zahl der Fahrgäste, die im Moment natürlich einen guten Zulauf, also die Unternehmen, die natürlich einen guten Zulauf haben, weil doch relativ viele mittlerweile ihr Auto auch stehen lassen, wäre es nicht in Ordnung, die Taktung einfach ja, zu kürzen oder wegzunehmen, die Taktung, dass er statt eine halbe Stunde nur noch stündlich fährt oder alle 2 Stunden. Das wird ja keinen Sinn machen, weil ja das Fahrgastaufkommen ja einfach im Moment gerade tatsächlich mehr steigt. Und wenn man ja dann anfängt zu kürzen, dann ist es ein Problem. Genauso wie auch viele Fahrer, also wie auch wir Fahrer, zum Beispiel dann auch einfach gar nicht in Kurzarbeit gehen. Also ich hatte eingangs gesagt, noch sind die Tanks ja eigentlich relativ voll. Die Auswirkungen, die Mehrkosten werden wir eigentlich theoretisch erst im nächsten Jahr spüren. Wie wir alle das erstmal im nächsten Jahr komplett spüren werden. An der Tankstelle für den Privatverbraucher, wie mir, ich bin ja selbst davon betroffen als Pendler. Ich fahre jetzt täglich 35 Kilometer hin, 35 Kilometer zurück, 70 Kilometer. Pro Tag, bei 5 Tagen, hochgerechnet auf 4 Wochen, das sind 1400 Kilometer, die ich natürlich auch zu pendeln habe. Und da kommt es natürlich sofort an, aber für euch als Fahrgäste tatsächlich vielleicht erst tatsächlich ein Stück weit später. Ja, es ist schwierig, es kann zu Problemen kommen, vereinzelt. Die Betriebe sind aber bemüht, den Linienbetrieb weitestgehend trotzdem aufrechtzuerhalten, trotz dieser Krise, die wir gerade im Moment haben. Alternativ, wie kann man das abwiegeln für die Zukunft? Was kann man tun, damit man nicht unbedingt auf diese Kraftstoffart angewiesen ist? Ja, gibt ja schon viele Alternativen, Elektrobusse und auch mein Favorite zum Beispiel sind auch die sogenannten Wasserstoffbusse. Das wird schon mal so ein bisschen die Zukunft auch mit weiter sichern. Ja, es ist ein riesen Rattenschwanz, der da mit dran hängt. Jeder ärgert sich über die enormen Spritpreise, aber jeder weiß auch, woran es liegt. Und jeder schimpft, ja, der Staat bereichert sich gerade da dran und bla bla und blub blub blub. Ich will das auch gar nicht so politisch ausarbeiten, weil da kann sich jeder seine Meinung selber drüber bilden. Aber ich finde die Idee von meinem Betriebsleiter mit einer sogenannten Unternehmerdiesel für den öffentlichen Nahverkehr gar nicht mal so abwegig und auch völlig in Ordnung und eine schöne Idee, die man theoretisch auch irgendwie mal
mal richtig diskutieren könnte. Und um einfach auch so den ÖPNV allgemein und auch den Transportwesen für die Lebensmittel und sowas ein bisschen neuen Push zu geben. In diesem Sinne, hoffe so ein bisschen weitestgehend so informiert zu haben. Also wir fassen ganz kurz zusammen. Ihr braucht jetzt noch keine Angst zu haben, dass ein Bus nicht kommt, weil der keinen Diesel mehr hat. Bei kleineren familienbetriebenen Unternehmen, also sogenannte Subunternehmer zum Beispiel, da kann es tatsächlich schon vereinzelt zu Schwierigkeiten kommen, wie es ja auch schon bei familienbetriebenen LKW-Transportunternehmen teilweise so ist, dass Fahrzeuge dort stillgelegt wurden, weil einfach der Sprit nicht mehr sich leisten kann. Weil das, das letztendlich zahlt ihr Verbraucher das ja alles. Also wenn nicht mehr geliefert werden kann aufgrund dessen, dann wird ja immer alles teurer, weil die Nachfrage Angebot. Das ist halt so. Das ist halt, ja, das war schon immer so, das ist halt einfach so. Also, noch kann ich euch beruhigen, noch gibt es keine Kurzarbeit im Moment. Also mir ist zumindest kein Fall bekannt, wo jetzt zum Beispiel aufgrund der Dieselpreise irgendwo Kurzarbeit betrieben wird. Noch ist mir auch kein Fall bekannt, wo Fahrzeuge, also Busse praktisch stehen und nicht mehr regelmäßig in Taktung fahren und irgendwelche Linien gestrichen werden. Tatsächlich sind solche Fälle mir noch nicht bekannt. Sollte mir so etwas bekannt werden, dann werde ich natürlich nochmal zusätzlich informieren. Aber erstmal läuft alles ganz normal nach Plan. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War doch ein bisschen ausführlich, hätte ich nicht gedacht. Ist natürlich auch kein uninteressantes Thema. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Und wer es noch nicht getan hat, dann liked, diskutiert und kommentiert und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Buschmann. So, Opa Werner, jetzt habe ich dir echt über 10 Minuten zugequatscht, ne? Ja. Oh, mein Titris, ist die schön, aber ja. Ja, vielen Dank, Herr Busfahrer, für die Information. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Und du stehst da. Jetzt darfst du auch gerne einsteigen. Wir fahren ganz normal weiter. Hätte ich jetzt noch ein Auto, ne? Dann müsste ich jetzt Privatinsolvenz anmelden, ganz ehrlich. Aber Gott sei Dank bin ich ja Fahrgast hier geworden. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Busfahrer. Und fahren Sie schön ruhig und gelassen weiterhin durch die Krise, Herr Busfahrer. Vielen Dank. Tschüss. Oh.